Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Solo von RDK in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Solo von RDK, das Ganze ein sehr spezielles Release, speziell deswegen, da das Ganze zum einen nicht wie normale Releases am Freitag erschienen ist, sondern am Montag, in dem Fall am 12. März 2018. Und zum Zweiten war es besonders oder ist es besonders, weil das ganze Album in drei Phasen erschienen ist. Bedeutet, das Album ist zwar am 12.3. erschienen, aber zum 12.2. gab es die erste Phase, da wurden die ersten fünf Tracks veröffentlicht. Dann zwei Wochen später, am 26.2., wurden die nächsten fünf Tracks veröffentlicht und dann zum Release, also zum 12.3., die letzten fünf Tracks, also jeweils fünf Tracks pro zwei Wochen. Und das Ganze hat eben vier Wochen vor Release gestartet. Interessante Art auf jeden Fall, ein Release anzukündigen oder ein Release zu veröffentlichen. Wir werden das Ganze mal kurz aus der Folie befreien und uns dann noch im Detail damit befassen. So, am besten wahrscheinlich hier einmal zu öffnen. So. Naja. So, aber jetzt. Und so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier einmal rechts an der Seite RDK Solo stehen. Ansonsten hier nichts zu lesen. Und dann haben wir hier so eine schwarz-weiße Zeichnung, so ein Bild. Erinnert sehr stark irgendwie an Surrealismus, Salvador Dali etc. Hier das Gesicht von RDK, das hier in verschiedenen Ebenen so verläuft und sich verflüssigt. Hier diese ganzen Linien, also sehr interessantes Cover auf jeden Fall. Auf der Seite lesen wir hier einmal RDK, Solo und dann hier noch Keine Liebe Records, also KLR. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben wie gesagt 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Oliver Gottwald, Finn und Gold Roger, A zum J und Curly. Das Ganze auf zwei Vinyls aufgeteilt und dann haben wir hier noch die Credits zum Album, wer das Ganze produziert hat etc. und ein Barcode. Gut, das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier einmal groß den Schriftzug Solo und dann schauen wir mal die erste Vinyl an. Okay, und dann haben wir hier auch noch eine CD. Aber wir starten natürlich mal mit der Vinyl, wie so oft in einer weißen Hülle, in einem weißen Papier. Dann haben wir hier die A-Seite mit vier Tracks, RDK Solo und hier in allen Richtungen das A. Und dann haben wir noch die B-Seite, die sieht dann so aus, ebenfalls RDK Solo, überall die Bs und auch hier wieder vier Tracks drauf. Damit sind wir dann bei insgesamt 8 Tracks auf der ersten Platte. Zu der CD kommen wir auch noch gleich. Und dann haben wir noch die zweite Vinyl. Die ist ebenfalls wieder hier mit so einer weißen Hülle. Und hier haben wir einmal die C-Seite, auch wieder 4 Tracks. Und dann die D-Seite mit 3 Tracks, also 4, 4, 4 und 3 macht insgesamt 15 Tracks. Die Vinyls klassisch in schwarz gehalten. Jetzt schaue ich nochmal kurz, ob in der zweiten Tasche da auch was drin ist. Nein. Und dann haben wir hier das Album Solo, auch hier aufgeteilt auf die einzelnen Phasen, also wie gesagt, so sind die damals erschienen. Phase 1 5 Tracks, Phase 2 5 Tracks und Phase 3 ebenfalls 5 Tracks. Und
das Ganze in einer Papphülle. Und hier lesen wir auch wieder RDK Solo. So, 12.03., wie gesagt, Montag, relativ unübliches Release-Date und zeitgleich auch noch der Geburtstag von RDK. Also RDK hat sich hier zum Geburtstag beschenkt mit seinem eigenen Album, mit dem Release-Tag seines Albums. Und nachdem das Ganze nicht als Box erschienen ist, habe ich mich dafür entschieden, euch die Vinyl des Albums vorzustellen. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was wir alles in der Vinyl-Edition bekommen. Einmal die zwei Vinyls des Albums Solo und dann noch das Album Solo als CD in dieser Papphülle. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition von Solo von RDK. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr RDK unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.